Servus Leute, ich bin der Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Wir sind angekommen bei der ersten Episode der bestätigten Transfers und Gerüchten. Das Ganze haben wir schon letztes Jahr gemacht. Jetzt auch zu FIFA 19 in der Wintertransferphase waren wir am Start. Und die Phase ist jetzt langsam richtig heiß. Es gibt schon die ersten wirklich bestätigten Transfers. Und in den nächsten Tagen, Wochen wird es auch immer weitere geben. Das Ganze wollen wir natürlich von Woche zu Woche am liebsten besprechen. Jetzt seid ihr gefragt, wie oft wollt ihr das sehen? Und habt ihr da richtig Bock drauf? Lasst vielleicht versuchen, die 3000 Däumchen zu knacken. Und falls du neu auf diesem Kanal bist, kannst du gerne ein kostenloses Abo da lassen. Vergesst nicht, in die Kommentare eure Meinung zu den einzelnen Spielern zu schreiben. Und natürlich gibt es auch, wie immer, eine FIFA 20 Rating Prediction dazu noch. Und ich bin echt gespannt, was diese Sommertransferphase alles so bringen wird. Und natürlich, wie werden die Ratings in FIFA 20 aussehen? Ich glaube, das ist für viele ein bisschen spannend. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und wie immer werden wir zu Beginn anfangen mit den bestätigten Transfers. Die werden gekennzeichnet durch die Once-to-Watch-Karte. Das heißt, die sind schon durch. Und danach geht's rüber zu den Gerüchten. Und ohne großartig weiter zu plappern, Leute, würde ich sagen, legen wir los mit dem ersten Spieler und das ist Vieto. Dieser argentinische Spieler hat jetzt in der Premier League gespielt, dabei nur einen Treffer gemacht, kam auch kaum zum Einsatz. Ja, und seine Mannschaft ist dazu noch abgestiegen und Sporting hat ihn jetzt für 7,5 Millionen verpflichtet. Wir gehen rüber zu Ljajic. Der hat dieses Jahr für Beşiktaş gespielt, dort auch wirklich gut abgegangen, 9 Tore, 9 Torvorlagen. Beşiktaş hat jetzt die Kaufoption gezogen von 6,5 Millionen, sein Marktwert ist bei 13. Somit haben sie eigentlich einen relativ guten Job gemacht. Und dann gehen wir schon rüber in die Bundesliga und wir haben hier Demir bei. Die Leverkusener haben sich den Kollegen geschnappt. Laut Transfermarkt für 32 Millionen Euro. Das ist, würde ich sagen, ein knackiger Preis. Haben sie sehr viel Geld auf den Tisch gelegt. Auf der anderen Seite muss man sagen, die haben mit Kai Havertz, Julian Brandt gut ausgesorgt, was die Zukunft angeht. Und jetzt ist für mich die Frage, heißt es, wenn Demir bei kommt, dass einer von denen wahrscheinlich geht? Und darüber werden wir gleich noch reden. Und wir bleiben noch in der Bundesliga. Und hier haben wir einen Spieler, der gestern erst eine Team of the Season Karte bekommen hat, die man durch eine SBC abschließen kann. Und das ist Mbabu. Der Schweizer wurde der Spieler des Jahres in seiner Liga. Das ist schon mal eine gute Sache. Wenn man sich aber die Scorer-Punkte anschaut, dann spricht es nicht unbedingt für ihn. Ich denke aber, die Leute, die vielleicht die Schweizer Liga verfolgt haben, die werden es wissen, er war brutal. Und Wolfsburg hat meiner Meinung nach dann richtige Schnäppchen gemacht. In Anführungszeichen natürlich ist es zu sehen. 9,2 Millionen Euro zahlen sie für den Schweizer. Rechtsverteidiger ist absolut schnell, physisch stark und ein kleines Upgrade wird es für ihn dann hoffentlich auch geben. TSG Hoffenheim wird zu 99% den Linksverteidiger Schulz verlieren. Noch ist die ganze Sache nicht absolut fix, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Und sie haben sich auch sofort wieder verstärkt. Und zwar gönnen sie sich den Ex-Augsburger, den guten Griechen, namens Stafylidis. Linksverteidiger, ablösefrei. Müssen wir schauen, ob sich das dann gelohnt hat. Aber trotzdem bin ich gespannt, ob das schon ein ebenwürdiger Ersatz zu Schulz sein kann. Man darf natürlich nicht vergessen, sie haben sowieso noch als Backup diesen einen Silberspieler, der Holländer. Und der hat vielleicht auch ein gutes Potenzial, sich noch weiterzuentwickeln. Daher sehe ich den Griechen eher so als kleinen Backup. Und dann gehen wir rüber, Leute, zu den ganzen Gerüchten. Ich bin mir sicher, dass es in der nächsten Episode schon wieder den einen oder anderen neuen Transfer geben wird. Und zum Beispiel könnte das schon der Fall sein bei David Neres. Der Brasilianer von Ajax Amsterdam. Was hat sowieso Ajax die Saison gemacht? Ich denke, wir müssen nicht großartig drüber reden. Das war einzigartig. Im Halbfinale sind sie dann gegen Tottenham gescheitert. Ziemlich unglücklich, muss man sagen. Und natürlich werden jetzt ganz viele Vereine Schlange bei Ajax Amsterdam stehen. Ich denke, die haben da ordentlich was zu tun. Die werden womöglich auch sehr viel Geld im Sommer einnehmen. Auf der anderen Seite wird die Mannschaft, so wie es aussieht, komplett auseinandergehen. Und Paris Saint-Germain, die wollen jetzt den Brasilianer kaufen. Und der Flügelspieler hat in der holländischen Liga zum einen natürlich gezeigt, wie stark er ist, aber sowieso auch in der Champions League. Und da sind 50 Millionen Euro im Gespräch. Ist es für euch ein guter Preis oder zahlt Paris vielleicht da sogar ein bisschen zu viel? Für den heutigen Markt, denke ich, geht es vollkommen in Ordnung für so ein Riesentalent. Müssen wir aber schauen, ob das dann auch klappen wird. Sie haben sich übrigens auch schon mit dem Berater getroffen. Da könnte also wirklich was zustande kommen. Und wir gehen rüber zu Gareth Bale. Diese Saison habe ich den Kollegen kaum im Fernseher gesehen oder bei irgendwelchen Videos, weil der hat zum einen fast gar nicht gespielt, zum anderen war das eben für Real Madrid eine Saison, die man eher vergessen wird. Ja, und Gareth Bale, was macht man mit denen? Unter Zidane wird er wahrscheinlich auch in der Zukunft keine große Rolle spielen. Aber jetzt einen Abnehmer zu finden, der wirklich sehr viel Geld auf den Tisch legt, ist auch nicht so einfach, wie man denkt. Man darf nicht vergessen, er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Und vor allem, was entscheidend ist, ist seine Verletzungsanfälligkeit. Und da ist jetzt Tottenham ins Spiel. Da sind 10 Millionen Euro im Gespräch für eine Laie. Für die Spurs wäre das eine richtig geile Sache, sich Gareth Bale einfach zurückzuholen. Der hat ja früher dort als Linksverteidiger teilweise gespielt. Aber für Real Madrid, weiß nicht, ob das dann so gut ist. Aber sie sparen sich natürlich ein Riesengehalt.
Und wir gehen rüber zum nächsten Gerücht aus der Premier League. Das ist Koulibaly zu Manchester United. Und nachdem ich da gehört habe, dass sie mit Smalling als auch diesen einen Jones den Vertrag verlängert haben vor gut 3-4 Monaten oder so, dachte ich mir, alles klar, Menu, ja, ihr wisst Bescheid, wer gute Verteidiger sind oder was. Die haben es aber jetzt anscheinend eingesehen. Sie wollen sich da jetzt im Sommer nochmal auf jeden Fall verstärken. Und Koulibaly gehört zurzeit zu den besten Innenverteidigern der Welt. Wäre auf jeden Fall ein super Kandidat. Was der kosten würde, ist nicht einfach zu sagen. 80 Millionen Euro wären wahrscheinlich sogar drin. Und vorne habe ich schon erwähnt, es geht um den guten Hoffenheimer, besser gesagt wahrscheinlich schon Ex-Hoffenheimer, namens Schulz. Bei der Nationalmannschaft durfte er auch mal ran und was in der Bundesliga gemacht hat, war auf jeden Fall stark. BVB hat auf dieser Position auf jeden Fall kleine Probleme. Ich meine, Schmelle, der ist nicht mehr der Jüngste und Guerrero, mit dem plant man, denke ich, eher so ein bisschen im Mittelfeld oder auch als linker Mittelfeldspieler. Aus diesem Grund haben sie sich jetzt so gut wie den guten Schulz geschnappt. Und was wird der kosten? Ca. 25 Millionen Euro. Finde ich mal gar nicht so günstig. Und anscheinend wird es für ihn einen 4-Jahres-Vertrag geben. Wir bleiben nochmal kurz beim BVB. Die sind jetzt, bevor das eigentlich schon richtig angefangen hat, auf dem Transfermarkt richtig tätig geworden. Und das Gerücht Thorgan Hazard zum BVB, wie lange schwebt es schon in der Luft? Ich denke seit 4-5 Monaten oder sowas. Und in den nächsten Tagen, vielleicht auch schon in der nächsten Woche, wird das Ganze wahrscheinlich über den Tisch gehen. Borussia Mönchengladbach wollte eigentlich so ungefähr über 30 Millionen haben. Er hat ja auch nur noch dann ein Jahr einen Vertrag. Anscheinend hat BVB gesagt, pass auf, wenn du uns den nicht für unter 30 gibst, dann machen wir es so, wir holen uns den erst nächstes Jahr ablösefrei. Und jetzt soll angeblich 28 Millionen Euro im Gespräch sein, vielleicht knapp 30, müssen wir einfach schauen. Ich finde es übrigens eine hammergeile Sache. Ich meine, Pulisic wird gehen und dann kommt so ein Thorgan, das ist super. Es gibt ein neues Gerücht um Bayer Leverkusen und hier handelt es sich um Mitrovic. Mit Fulham ist er eben leider abgestiegen. Sie haben eine Ausstiegsklausel bei ihm gezogen von 20 Millionen Euro. Diesen Preis müsste man auch circa zahlen, um diesen Spieler zu erhalten. Jetzt stellt sich für mich zum einen die Frage, Leverkusen, warum braucht ihr einen Stürmer? Ihr habt doch diesen Alario und dazu noch den Volland. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es gibt das Gerücht eben, dass Mitrovic wechseln wird, ist wahrscheinlich ziemlich sicher, weil in der zweiten Liga, glaube ich, hat er keinen Bock drauf. Ist kein verkehrter Mann, obwohl er abgestiegen ist, hat er 11 Tore gemacht, eine ganz solide Saison gespielt. Und es gibt allerdings einen Spieler namens Rodri und dieser Spanier wird gejagt von ganz Europa und nicht von kleinen Clubs, nein, von Bayern München, von Paris und von Manchester City vor allem. Ich bin euch ehrlich, vor dieser Saison kannte ich den nicht, hatte ihn absolut nicht auf dem Schirm und jetzt auch in der Liga hat er nicht großartig viele Tore geschossen oder vorbereitet. Das scheint auch nicht so unbedingt sein Job zu sein und Pep Guardiola ist ja sowieso ein Fan von Spaniern, das ist klar und er würde auch Gündogan eigentlich perfekt ersetzen, kann man sagen. Von Spielertyp sind sie sich relativ ähnlich und Gündogan, das wisst ihr, er wird seinen Vertrag, so wie es aussieht, nicht verlängern. Der läuft jetzt auch im Sommer ab, somit wird er ablösefrei wohin wechseln können. Da werden wir auch noch ein paar Wörtchen drüber verlieren. Aber was sagt ihr zu Rodri? Sein Marktwert befindet sich bei 60 Millionen. Jetzt an die Bayern-Fans, findet ihr, er würde zu den Münchnern passen? Oder gibt es da überhaupt Bedarf bei FC Bayern München? Wenn man sich den Kader anschaut, Thiago, Tolisso, Goretzka und, also Mittelfeld, finde ich, sind sie da sehr gut besetzt. Aber bei Manchester City gibt es da vielleicht schon ein bisschen Bedarf. Ja, und die Ablöse wäre natürlich auch ziemlich, ziemlich knackig. Übrigens glaube ich, wenn Pep da seinen Plan durchsetzt, mit den ganzen Spielern, die er verpflichten will und ein paar will er verkaufen, dann wird es nächstes Jahr eine absolut kranke Mannschaft. Und ich meine, dieses Jahr war Manchester City schon überragend. Aber was passiert, wenn er an diesen Diamanten noch weiter schleift? Ja, alles klar. Und bei dem FC Bayern München wird es auch ein bisschen wild. Hasan Salihamidžić war vor kurzem in Madrid, da wurde spekuliert, was hat er dort gemacht? Hat er sich mit diesem einen Trainer getroffen? Wird vielleicht Niko Kovac gehen? Das hat er zumindest mal in einer Fernsehsendung dementiert. Es ging um einen anderen Spielerberater, mit dem er sich getroffen hat. Und nachdem sie Hernandez geholt haben von Atletico Madrid, kann es sein. Das ist aber alles andere als safe. Was allerdings feststeht, ist, dass Antoine Griezmann Atletico Madrid in diesem Sommer verlassen wird. In meinen Augen stehen da nur drei Clubs in Frage. FC Bayern München, die wollen gut investieren. Antoine Griezmann hat eine Ausstiegsklausel von 120 Millionen. 80 Millionen haben sie ja schon ausgegeben, plus noch Pavard. Ob das da noch drin ist, ein bisschen schwierig zu sagen. Dann haben wir noch Paris Saint-Germain. Ich denke, Cavani wird wahrscheinlich gehen, eben zu Atletico Madrid. Und vielleicht holen sie sich dann Griezmann. Das ist meiner Meinung nach der Top-Abnehmer. Und zum anderen haben wir noch Barcelona. Und was letztens bei Barcelona im Fanshop passiert ist, ja, da war mal ganz kurz und knackig ein Trikot zu kaufen von Lacazette. Ob das irgendein Scherzkeks war, der sich da einen kleinen Witz erlaubt hat? Ich kann es euch nicht sagen, ehrlich gesagt. Aber stell dich mal vor, Lacazette kommt, dann wird für Antoine kein Platz mehr sein. Um diese Personalie wird es also richtig spannend. Da bin ich neugierig, was ihr in die Kommentare schreiben würdet. Wo wird sein Weg hingehen? Was meint ihr? Wir haben einen weiteren Spieler aus der Bundesliga, der wahrscheinlich wechseln wird. Und das ist Julian Brandt. Er war dieses Jahr nicht unbedingt so ein Links-Mittelfeldspieler, sondern eher so im Zentrum. Dort hat er auch zahlreich viele Tore geschossen. Ich meine, es waren 9 an der Zahl, noch 10, 13, 14 Vorlagen. Das spricht absolut für ihn. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er jetzt ein 84er-Upgrade
Upgrade bekommen wird oder ein 83er Upgrade. Könnt ihr natürlich auch immer gerne Feedback geben, aber was so gut sein kann, ist, dass er den Verein verlassen wird. Und Dortmund ist da der Nummer 1 Favorit. Theoretisch gibt es auch vielleicht aus England ein paar Mannschaften, die ihn kaufen könnten. Stellt euch mal vor, der BVB kauft sich Schulz, Thorgan Hazard und Brandt. Ja, alles klar. Dann haben sie da drei Weltklasse-Verpflichtungen durchgezogen. Da steht natürlich noch alles in der Luft, wäre aber eine ziemliche Sensation, finde ich. Auf der anderen Seite auch schade, wenn er zum Beispiel jetzt irgendwie zu Menu oder so geht, weil dann verlieren wir einen tollen Spieler aus der Bundesliga. Auf der anderen Seite könnten wir einen Riesenspieler gewinnen und ich hätte es eigentlich niemals gedacht, dass das überhaupt noch passieren könnte. Und wir reden hier von Leroy Sané. Ihr habt es, denke ich mal, alle mitbekommen. Sané ist absolut nicht zufrieden. Auch wenn er ein fettes Tattoo hat auf dem Rücken, wo er im Stadion von Manchester City ist, auch in dem Trikot, muss man einfach sagen, Pep Guardiola gibt ihnen relativ wenig Spielzeit, wird des Öfteren eher eingewechselt. Sterling als auch Bernardo Silva sind da eher gesetzt. Das gleiche gilt übrigens für Gabriel Jesus, der spielt auch nicht so viel. Und in Manchester hat man versucht, seinen Vertrag zu verlängern. Anscheinend weicht er dem so ein bisschen aus. Und logischerweise ist er natürlich unzufrieden. Jetzt muss man sich aber die Frage stellen, sagt er das nur, um Pep Guardiola ein bisschen unter Druck zu setzen, damit er öfter spielt? Oder ist es tatsächlich so der Fall, dass er vielleicht wechseln will? Arjen Robben hat schon gesagt, der Leroy Sané, das wäre mein perfekter Nachfolger. Finde ich schon mal sehr interessant. Und Bayern wird natürlich jetzt versuchen, alles Mögliche dran zu setzen, um vielleicht sogar eins der größten Talente, die es auf der Welt gibt, mit einem Marktwert von über 100 Millionen, den zu verpflichten. Das wäre brutal gut, Mann. Und ganz ehrlich, ich würde ihn in der Bundesliga sehr gerne wiedersehen. Und Pep Guardiola könnte mit dem Geld, was er mit ihm einnimmt, eben die ganzen anderen Spieler kaufen. Weil Financial Fairplay in Manchester City, da müssen wir nochmal ein anderes Mal drüber reden. Kennt ihr noch den Spieler Isak? Ich meine, der kam mit 16, 17 Jahren zum BVB, wurde jetzt in die holländische Liga ausgeliehen. Dort hat er relativ gut gespielt, hat ein paar Tore geschossen, aber auch vor allem auch ein paar vorbereitet. Wird definitiv ein Upgrade bekommen und jetzt haben sich natürlich andere Vereine gemeldet, wie zum Beispiel Anderlecht. Die Belgier sind da schon interessiert, ihn mal zu holen. Ob er jetzt schon reif ist für die Bundesliga, kann man noch nicht sagen. Ich denke, noch so eine Leihe wäre vielleicht nicht verkehrt. Da müssen wir aber schauen, was da so geht. Gündogan ist unser nächster Kandidat, wird seinen Vertrag wahrscheinlich nicht verlängern, somit ist er jetzt ablösefrei. Und wenn es einen Verein gibt, die sich Spieler von Jahr zu Jahr immer ablösefrei geben, ja, dann ist es wohl Juventus Turin. Wie oft haben sie schon Transfers getätigt für 0 Euro? Ich kann es euch nicht genau sagen, aber es ist wirklich schon so oft passiert. Und wahrscheinlich auch wieder in diesem Sommer. Wer dann im Mittelfeld gehen wird, muss man dann auch schauen. Vielleicht kommen ja ein paar Angebote zum Beispiel für Pjanic rein. Man darf nicht vergessen, Juventus Turin wird dafür aber ein sehr, sehr gutes Gehalt zahlen müssen. Ich denke, in der Premier League hat er schon sehr viel erreicht, zweimal hintereinander Meister geworden. Und Juventus Turin würde echt, finde ich, gut zu ihm passen. Also bei diesem Transfer habe ich wirklich ein gutes Gefühl, falls es so passiert. Und zu guter Letzt, Freunde, haben wir den letzten möglichen Transfer dieser Episode. Und das ist Luka Jovic. Ich bin wirklich ein großer Fan von dem Spieler. Habt ihr, denke ich mal, schon das eine oder andere vielleicht mal mitbekommen. Ja, und gestern kam plötzlich die News rein. Luka Jovic wird wahrscheinlich, so wie es aussieht, nächste Woche schon den Wechsel zu Real Madrid verkünden. Und ganz ehrlich, ich glaube es mittlerweile auch, weil diese Gerüchte sind schon lange im Umlauf. Vor kurzem hat mal auch Freddy Bobic gesagt, nee, da ist nichts dran. Und 60 Millionen Euro sollen im Raum stehen. Ist, finde ich, ein guter Preis. Theoretisch hätte man dann noch 10, 20 Millionen mehr mitnehmen können. Wenn jetzt Menu oder so gekommen wäre oder Manchester City oder auch beispielsweise Chelsea, die sich auch gemeldet haben. Aber was willst du tun? Eintracht Frankfurt, Real Madrid ist untereinander auch eine gute Freundschaft. Wir müssen aber auf jeden Fall noch abwarten. Es ist noch nichts fix. Und ich hoffe sogar, der bleibt, aber ich sehe da nur noch 5% Chancen oder so. Das war's dann, Leute, mit diesem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst wirklich gerne ein Däumchen nach oben, da kostet euch eine Sekunde. Vor allem, wenn ihr sagt, Tabak, wir wollen das gerne öfter sehen. Kann mich erinnern, letztes Jahr ist es schon sehr gut angekommen. Ich bin gespannt, wie es diesmal sein wird. Und dann würde ich sagen, Leute, könnt ihr gerne ein kostenloses Abo da lassen. Schreibt gerne einen Kommentar. Ich lese mir alles durch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut's rein, euer Tabak. Ciao. Sail away like it's 1988. You just lead us up to me. I can show you.